Hallo liebe Kloppo-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Kloppotech-Folge. Heute haben wir im Programm den kleinen TBS Oblivion und davon gleich 4 Stück, also quasi 4 Oblivione. Und die testen wir heute. Allerdings testen nicht wir die, weil wir die schon geflogen sind und die eigentlich für recht gut halten. Jetzt wollen wir aber mal gucken, wie anfängertauglich sind die eigentlich und wie robust sind die eigentlich. Und ja, wie könnte man das besser testen, als wenn wir 2 Leute an die Sticks lassen, die das noch nie gemacht haben? Genau. Und wer bietet sich da mehr an als? Der Johannes Hinze, Olympiaschwimmer für Deutschland. Und der Ray Fox von YouTube, bekannt. Ja, bekannt aus dem YouTube. YouTube-Fernsehen. Genau, und dafür haben wir ein bisschen was aufgebaut. Ja, wir haben so einen kleinen Track haben wir uns ausgedacht und aufgebaut und sind dafür extra nach Mainz gefahren. Ich würde sagen, ihr guckt euch jetzt einfach mal den Track an. Ja, unsere 2 Gäste sind jetzt auch gerade eingetroffen und für die 2 Jungs haben wir hier so einen kleinen Parcours aufgebaut. Und wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut, kann man sagen, um das unvergesslich zu machen. Ach, da warten schon ein paar Leute. Hi. Servus. Hi. Ich sehe schon, ihr habt da ziemlich krasse Gerät in der Hand. Ist das eine Drohne oder? Ja. Das sind also die Propeller. Das sind Propeller, ja, genau. Davon hat er gleich 4. So, Andreas. Aus! Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen und ihr konntet ein bisschen was über die, sagen wir mal, Anfängertauglichkeit des Oblivions lernen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und ihr könnt auch gerne ein paar Kommentare dazu schreiben und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao! Peace out!